Guten Abend. Guten Tag, die Dame. Ich war in der Nähe. Ich dachte mal, vielleicht kann man hier einen kippen. Kommen Sie doch einmal mit. Ja, okay. Guten Abend, der Herr. Na, grüß dich, der Herr. Ein Glas Whisky, also, ja. Am besten irgendwas Alkoholfreies. Mach ja am besten einen Eistee oder so. Wie kommt es, dass Sie hier auftauchen, der Herr? Ich arbeite als Anwalt und hatte dementsprechend Feierabend und dachte mir, kann man sich doch einen genehmigen. Und wie arbeitet es sich als Anwalt? Das Geld sprüdelt. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich verteidige immer die reichen Säcke. Ich nehme nur die Verlangen, wo das meiste Geld ist. Und die Armen? Armen kümmere ich mal kreuzweise. Interessant. Es gab mal einen Mann, der war unterwegs und der wollte zum Flohmarkt. Und dann kamen Kinder und die haben gesagt, kannst du uns bitte eine Flöte mitbringen? Einer der Kinder von mehreren hat ihm dann das Geld gegeben. Dann irgendwann ist er zurückgekehrt und hat dem einen die Flöte gebracht. Warum guckst du denn auf die Uhr? Ich erzähle gerade meine Lebensgeschichte. Nein, habe ich nicht. Alles gut, erzählen Sie weiter. Auf jeden Fall hat er dann dem einen Jungen, der das Geld gegeben hat, die Flöte gebracht. Und dann haben die anderen sich beschwert und gesagt, wo ist denn unsere Flöte? Da hat der Mann gesagt, wer zahlt, der darf auch die Flöte flöten. Also die Message der Geschichte ist, also wenn du ein armer Schlucker bist, dann musst du halt im Gefängnis verrotten und so abarbeiten. Und wenn man reich ist, dann muss man nicht im Gefängnis hocken oder wie? Ja, genau. Darf ich fragen, was Sie am meisten zu verteidigen haben? Das ist tatsächlich die Steuerhinterziehung. Da habe ich es mit vielen Mandanten zu tun. Die hinterziehen alle Steuern. Die meisten haben tatsächlich auch so ein, das hört sich ein bisschen kompliziert an vielleicht, aber die haben so einen Spielserver. Der hat dann da auf seinem Server teilweise halt viele Menschen, die Geld ausgeben für irgendwelche geklauten Markenautos. Nein. Die werden dadurch stinkreich und dann hinterziehen sie halt trotzdem die Steuern. Dann landen sie alle bei mir, weißt du, ich meine. Und sowas verteidigen sie auch noch? Ja, natürlich. Also, solange das Geld stimmt. Na gut, ich hoffe, sie machen trotzdem ihren Job gut, ne? Was machst du für einen Job, außer Eiswürfeln warm halten? Ich singe auch gerne. Also, ich arbeite eigentlich nur in der Bar hier. Sing mir was vor. Gut, geben Sie mir mal einen Moment, ja? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile for your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das Lied schon ultra beschissen. Ist das so? Ich hätte gerne ein anderes Lied. Sind wir hier bei Wünsch dir was oder was? Ja doch, ich würde gerne was anderes hören. All of me oder wie? Ja, genau sowas halt, ne? Na, der kannst du das? Ich kann das. Ja, aber ob es ihm gefallen wird, ich bezweifle es. Deine Stimme war gut. Das Lied ist sch**, habe ich gesagt. Wow, sie haben gerade Charlie Chaplin. Wer ist das? Ich kenne Charlie Sheen, der Drogenjunkie, der die prellt, aber das ist, glaube ich, jemand anderes. Ja, das war auf jeden Fall schon mal besser, ne? Wie besser? Man konnte sich auf jeden Fall den durch die Zunge zergehen lassen. Na, wenigstens das. Es hat eine neue Bar geöffnet, da wollten wir hingehen. Wenn Sie möchten, dann können wir es gemeinsam angucken vielleicht, ja? Klar. Sieht mir nach einer Gang-Gegend aus. Das sieht mir nicht nach einer Bar aus, ne? Ach, das ist ein Kiosk. Ich hätte gerne richtig alte Omas, bitte, ja? Bro, ich guck mal. Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe noch wichtige Zeitschriften gekauft für die Anwaltsprüfung. Willst du mir vielleicht mal die Zeitungen zeigen, vielleicht? Die Zeitungen zeigen? Nee, das verstehst du eh nicht. Vielleicht sollte ich mir auch sowas mitnehmen? Sekunde, ich frag mal nach. Nein, nicht sagen wir das zusammen. Ich glaube, wir können fahren. Ja, genau dieses gekauft. Ich gehe schon mal zum Auto. Du wolltest 80 plus. 80 plus? Ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört. Ja, also ich bin ziemlich sicher 80 plus, Bro. Ich gehe dann mal. Hört immer zu, ich finde euch beiden sehr nett. Wie wär's denn mal, wenn ich euch zu meiner Strandhaushütte einlade? Ein bisschen den Abend ausklinken lassen. Mach ich einen schönen Kamin an, trinken wir vielleicht zusammen was. Was haltet ihr davon? Klingt nach einem Plan auf jeden Fall.
Ja, sag ich noch. Erstmal vorab, habt ihr Halal-Fleisch, oder? Na, was bedeutet das? Kein Schwein, oder? Das bedeutet, ob das Tier Halal geschlachtet wurde. Also Bio meinst du? Nein, das hat nichts mit Bio zu tun. Ich hätte gerne einen Bacon-Burger mit doppelter Ladung Schwein am besten. Was wollt ihr trinken? Was wird denn aktuell boykottiert? Coca-Cola? Ja, dann hätte ich eine Coca-Cola, bitte. Ich hätte am besten noch gerne Nestle-Smarties. Von Nestle. So, die Herrschaften lassen sich schmecken. Ich bedanke mich. Den Schweineburger, den lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Das ist mein Gemüt. Sehr bescheiden. Macht es euch gemütlich. Der Kamin wurde schon angemacht von meiner Sklavin. Ich meine Haushälterin. Sklavin? Haushälterin. Also erzählen Sie uns, was machen Sie so? Ja, ich bin auf jeden Fall spezialisiert auf im Bereich Entsorgung. Sowas Ähnliches machen wir auch. Thomas. Ich glaube, ich habe zu viel Alkohol getrunken. Erzähl, Thomas, ich höre. Thomas, ich glaube, Sie sollten aufhören zu sprechen. Haben Sie vielleicht noch was zum Trinken vielleicht? Hier, bitte bedien dich. Sehr gut. Dann lässt es dir aber schmecken, Thomas. Ja, natürlich. Hast du die ganze Champagnerflasche weggeext? Auf einen Schluck, ja. Nee, ich bitte um Verzeihung, ich kenne ihn nicht so. Erzähl mal was von deinen Geschäften. Weißt du, soll ich dir ein Geheimnis verraten vielleicht? Ja, bitte. Wie wär's, wenn Sie uns vielleicht mal ein Geheimnis verraten? Okay, Thomas, dann erzähl ich dir was von mir. Ich mache auch kriminelle Aktivitäten. Jetzt bist du dran. Auslöschung trifft es ganz gut. Auslöschung, das gefällt mir, Thomas. Gut, fragen Sie mich was. Hast du schon mal einen Menschen umgebracht? Ich denke, in diesem Staat hat jeder schon mal irgendwie jemanden umgebracht. Ich denke, ich schaue mich mal um, ne? Ja. Ich habe tatsächlich eine Person umgebracht. Mhm. Eine Person, glaube ich. Oder zwei? Ich glaube, es waren zwei bisher. Aus welchem Grund? Ja, ich habe ein Problem mit Geistern. Bin sowas wie ein Geisterfänger. Ich habe sie getötet. Sie hatten viele psychische Probleme gehabt. Ich glaube, ich habe sie befreit oder so. Es war kein Zufall, dass ich in eurer Bar war. Ja? Es hat einen anderen Grund. Ich denke, du willst jetzt nach Hause, oder? So langsam muss ich nach Hause, ja. Ich mache dir jetzt ein Angebot und du entscheidest selber, was du tust, ja? Ich bin gespannt. Damit du dieses Haus verlassen kannst, zahlst du mir 20.000 pro Kopf. Für deinen Kopf 20.000 und für ihren Kopf 20.000. Wenn du es nicht tust, passiert gar nichts. Definiere mir dieses Nichts. Es passiert nichts, so wie das Nichts. Ich verstehe. Überweis den Mann mit den Herren doch $40.000. Bitte, Thomas, können wir jetzt kurz sprechen? Thomas? Überweis ihn $40.000. Erledigt. Ich bedanke mich für die Bezahlung. Ich denke, es ist spät geworden und ihr wollt wahrscheinlich nach Hause, denke ich mal, oder? Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, ja. Ich verstehe. Dann begleite ich euch mal raus. War mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Und ich hoffe, Thomas, dass wir uns nicht ein zweites Mal sehen. Heute gewinnst du, mein Freund. Und sieht sich mal zweimal im Leben. Hey, Homie. Hey, was los? Was machst du? Ja, ein bisschen chillen. Ich hab mir Auto geholt. Warum? Ich glaube, heute ist nicht dein Glückstag, habe ich das Gefühl. Du steigst aus. Hey, chill mal, Bro. Wir können doch über alles reden, Bruder. Ich habe das Gefühl, wir können nicht über alles reden. Was denn los? Ho, 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 chill doch. Ich steig ein. Wir haben was zu besprechen an die Wand. Dein Kopf ist $5.000 wert. Hey, warum? Ich hab doch niemand was gemacht. 15 Menschen hast du anscheinend umgebracht. Ach, Quatsch. Ich glaube, es muss eine Verwechslung sein, Bruder. Dann würde ich mal sagen, das war's damit dir, oder? Wie sieht's aus? Wie? Überleg dir gut, was du machst. Man sieht sich immer zweimal. Steig aus. Ich brauch das wirklich. Okay, fahr, ich komm mit. Wie heißt du, Mann? Ich bin Sammy, yo. Ich glaube, heute ist nicht dein Glückstag. Du hältst jetzt das Motorrad an, mein Lieber. Meine Waffe ist auf deinem Rücken. Oh nein! Steig aus. Oh. Gib mir einen Auftrag, ich erledige das. Okay, Mann, ich geb dir einen Auftrag. Schlaf jetzt ein. Was passiert? Wand angucken, Schnauze halten. Was hab ich denn gemacht? Du hast mein Motorrad geklaut. Notfall. Notfall, ich verstehe. Du hast ein Kopfgeld auf deinem Kopf. Ich sehe nur Spaghetti auf meinem Kopf. Hast du letzte Worte? Ey, tu mir das nicht an. Ich geb dir mehr als was dieses Kopfgeld von dir. Ey, bitte. Aber du hast mein Gesicht gesehen und jetzt ist es eh zu spät. Nein, 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 nein. Gib mir ein Argument, warum ich dich leben lassen soll. Du hast mein Gesicht gesehen. Wir können zusammen agieren. Das hat mich nicht überzeugt. Hast du da bessere Argumente? Ich liebe dich, ich liebe dich. Was soll mir das bringen, dass du mich liebst? Sammy Boy, das hat mich irgendwie alles nicht überzeugt. Deine Liebe bringt mir ja gar nichts.
Dann mach eine Mutprobe mit mir. Eine Mutprobe? Was soll ich denn mit so einer Willst du mich verarschen eigentlich? Denkst du, wir sind hier beim Kaffeekränzchen? 20.000 überweisen jetzt auf mein Konto. Ja, ich hab's auf dem Sparkonto, da kann ich nur mit einer Kreditkarte zugreifen. Natürlich, diese Geschichten. Sammy Boy, wie willst du dich verarschen? Diese Tricks, die kannte ich. Da warst du noch in den Eiern deines Daddys. Ich liebe dich, Mann, wirklich. Ich liebe dich auch, Mann, deswegen erlöse ich dich von dieser grauenvollen Welt, okay? Ey, mach das nicht. Gib mir eine Herausforderung, ich werde das erledigen für dich. Ich gebe dir eine Herausforderung, okay? Bitte, bitte. Du musst eine Sache erfüllen, ja? Du musst diesen Schuss überleben. Yo, Shelby, was geht? Mein süßer Shelby, was hast du denn getan? Was soll ich denn getan haben, mein Bester? 20 Leute hast du auf dem Tacho. Deswegen hast du ein Kopfgeld von 10.000. 10.000? Ich überweise dir 20. 100.000 sind im Geschäft. Ja, ich hab nur 82.000. 82.000? Ja. Shelby, was soll das? Wohin? Shelby, bleib stehen. Mein Leben retten? Weiß ich Shelby, nicht. Shelby, bleib stehen. Bleib stehen. Ich möchte nicht sterben. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich möchte aber... Okay. Bleib stehen. An die Wand, Shelby. An die Wand. Okay. An die Wand. Du überweist mir jetzt erstmal 50.000, dann überlege ich es mir, okay? Was passiert mit mir, wenn ich es nicht mache? Ich weiß nicht, dann gibt es eine Massage. Eine Massage? Das glaube ich nicht, dass das gewöhnlich wird. Ja, doch. Eine gute Massage könnte ich dir schon bieten. Können wir nicht irgendwas machen, irgendwas anderes? Kann ich dir nicht irgendwas anderes geben? Weiß ich nicht. Letzte Chance, 30.000. 30.000, ich bin Außenschneider. Aber krieg ich da meine Pistole wieder oder bellst du dich? Ich weiß ja nicht. Willst du es wagen, mir hinterher zu schießen? Bist sicher nicht. Dann schick mal rüber die Kohle. Hast du sie bekommen? 30.000, Shelby. Heute ist dein Glückstag. Mach's gut. Ciao.